Mädel, Leute, Serpin hier. Heute geht's mal um was ich verwirrend finde. Und zwar, wer zum Fick kam auf die Idee, von fucking Wartezimmer bei den Ärzten, beim Krankenhaus und shit. Was mich halt wirklich irgendwo hart verwirrt, wie man auf die Idee kommt, 5, 10, 15, 20, 25 kranke Leute in einen Raum nebeneinander zu setzen. Also, das ist für mich ein Ding, das mich einfach nur verwirrt. Man setzt quasi vom Immunsystem schon geschwächte Leute neben andere Leute und die tauschen so schön ihre Bakterien aus. Und dann in der Mitte ist immer noch so ein Dreckskrabbeltisch mit vielen Zeitungen so. Also ich verstehe nicht, wie kommt man darauf? So klar, ist mir die beste Möglichkeit, wie man es machen kann, aber ist trotzdem unpraktisch. So, man kann ja nicht jeden einfach so in einzelne Zelle sperren. Aber es ist für mich einfach ein bisschen seltsam. So, vor allem weil da immer eigentlich so die Tische ganz nah aneinander quetschen. Die Stühle immer ganz aneinander quetscht sind. So, man will doch quasi einfach, dass das passiert. Dass da irgendwer sich einfach auch von anderen was mitholt. So, dies, das, ja. Ja, ich verstehe es einfach nicht. Wer kam die Idee so? Es ist halt wirklich alles so wie in so einer Sardinenbüchse einfach zusammengequetscht. Naja. Also, ich habe jetzt eigentlich schon alles gesagt. Aber naja, dann haut rein, ne, so. Disliken, deabonnieren, entbimmelt die Glocke und verpisst euch von meinem Rasen, ihr kleinen Hurensöhne. Ja.